Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Moonlighter für die Switch. Ich befinde mich gerade in meinem Laden und diese Folge soll dazu dienen, einfach ein paar Sachen zu erklären und auch vielleicht einen Tipp und einen Trick zu zeigen. So, also wie ihr sehen könnt, befinde ich mich in meinem Laden. Ich habe vier Plätze, wo ich was verkaufen kann. Ich habe mich mit dem Shop ein bisschen beschäftigt, einfach um herauszufinden, für was gut ist. So, wir wollen was verkaufen. Können wir jetzt, glaube ich, so nicht machen, weil es Nacht ist. Ne, genau. Aber wir können ein paar Sachen schon mal hinstellen. Also, wir gehen hier rein und schauen uns an, was wir noch alles so dabei haben. Man kann hier oben nochmal reingehen, aus dem Shop raus. Ich habe hier eine Kiste, hier wäre auch noch ganz viele Sachen drin, wie man sieht. Ich sortiere es immer, indem ich einmal links drücke. Zack, fliegen alle rüber. Und dann suche ich mir die raus, Sachen raus, die ich brauche. Also, mit dem linken Knopf könnt ihr jetzt alles rüberzuholen. So auf einmal. Oder sagen, alles da wieder darüber. Ich kann aber auch die Sachen einzeln anwählen. Ich wähle jetzt mal meine Getränke an, die ich nachher ausrüsten möchte. Und wähle dann alles das, was nicht mit dem Stern markiert ist, markiere ich mal an. Warum hat der Typ denn da überall so viele Sterne? Die Sterne sind sozusagen Markierungen für mich von Dingen, die ich eventuell beim Schmied oder auch bei der Verzauberung brauche. Weil ich mir das auf meine Wunschliste gesetzt habe. Die Sachen, die keinen Stern haben, sind jetzt nicht so wichtig für mich gerade. So. Achso, das brauche ich gar nicht darüber packen. Das hier ist Gelee, damit mache ich Getränke bei der Verzauberin. Das machen wir jetzt nachher. Ich komme mal kurz rüber. So, also, den brauchen wir. Und dann verkaufen wir... Was brauchen wir noch, was wir verkaufen? Jetzt nicht gerade so brauchen. Wir haben ja schon einiges hier. Das kann da rüber. Das verkaufen wir definitiv. Wir nehmen noch hier von welche mit. Die Linsen nehmen wir mit. Und was noch? Ja, lassen wir uns das jetzt mal machen. Gehen wir rüber. In den Shop-Bereich öffnen und suchen dann aus. Zum Beispiel habe ich diese Linsen. Glaslinsen. Die könnte ich jetzt rüberpacken. Hier rüber sieht man jetzt. Kosten 100 Goldstücke das Stück. Also 7 oder insgesamt. Kann aber in mein Lexikon gucken, beziehungsweise mein Notizbuch. Und sehe, okay, ich habe die verkauft für 100. Kann ich sehen, rechts an den Smileys. Links bedeutet der Smiley super günstig. Dann kriegt er goldene Augen. Ein weiter, guter Preis. Noch ein weiter. Nicht so ein guter Preis, aber ich kaufe es trotzdem. Und ein weiter, viel zu teuer, kaufe ich nicht. Die Beliebtheit darunter sagt nur aus, ob das Teil auch wirklich dringend gebraucht wird. Die Glaslinsen sind auf neutral, das heißt, die Leute kaufen es, aber sie brauchen es nicht unbedingt. Gut, wir haben noch ein paar Linsen, die setzen wir auch rüber. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Kohle. Dann habe ich hier ein gebrochenes Schwert, können wir auch rüberpacken. Kriegt man nicht so viel für, aber wenn man nochmal reingeht, in unser Lexikon, sieht man, kaputtes Schwert. 20 Goldstücke, das finden sie gut. Beliebtheit ist allerdings hoch, wie man gerade sieht. Und ich kann mich dann mal rantesten. Ich sage dann, okay, dann will ich 40 haben diesmal. Ich kaufe sie ja dann. Nicht rausgekommen. Wenn man weiter runter geht, sieht man, hier unten steht, fängt der Bereich an, bereichhaltiges Gelee mit 5 Goldstücken. Sehr günstig. Man geht höher und höher und höher und dann geht es irgendwann, kommt dann nochmal ein Unterbereich. Jetzt gerade nicht, aber hier, hier. Jetzt irgendwann bei 3000, wenn man noch mehr Sachen findet. Das sind so, ist so die Preisspanne, für was man das, die Sachen verkaufen könnte. Hier ab 250 geht's los. Hier unten, bei den Sachen, geht's ab 2 los. Aber man muss den Preis rausfinden. Braucht nicht unbedingt 2 sein, könnte auch 10 sein oder 12 sein. Das ist wirklich etwas, was man rausfinden muss. Das machen wir jetzt auch, indem wir sagen, wir wollen auch diese Meisel verkaufen. Für die Meisel habe ich letztes Mal 400, wollte ich dafür haben. Wie man sieht, 400 war viel zu günstig. Ach, viel zu günstig nicht, aber die Beliebtheit ist leider sehr hoch. Und 400, man könnte auch dafür sagen, ich will dafür 600 haben. Vielleicht kriegen wir es trotzdem verkauft. Wir öffnen den Laden. Dafür müssen wir allerdings einmal ganz kurz schlafen. Obwohl, bevor wir schlafen, gehen wir noch einmal kurz zur Verzaubererin, wollte ich gerade sagen. Zur Verzauberertante. Die hier, die gibt uns nämlich ein paar Getränke und die wollen wir jetzt kaufen. Also, ich will Tränke haben. Und... Also man kann die Getränke kaufen, indem man diese Gelees benutzt, die man unten sehen kann, rechts, im Rezept. Könnte ich jetzt kaufen für 118 das Stück. Wenn ich einen daneben gehe, kann ich es auch ohne, dass ich Gelee habe, kaufen. Dann kostet es allerdings 380. Also, Gelee, ganz gut. Nehmen wir mit. Brauchen wir 1, 2, so, 15 Stück können wir kaufen. Dann würden wir 1875 zahlen, das machen wir. So, 15 Stück haben wir. Und ab geht's wieder in unseren Shop. Wir legen uns eine Runde schlafen. Und nachdem wir das getan haben, öffnen wir den Shop und fangen an, mal ein bisschen zu handeln. So. Tagsüber will hier keiner was kaufen. Wir legen uns pennen. Ups. Rübergehen. Wir schlafen. So. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Und wir gehen direkt und machen gleich unseren Shop auf und hoffen wir, dass wir ordentlich was an Asche heute machen. Also, Shop öffnen. Zack. Die Leute kommen reingedackelt. Wir warten hier. Lass sie ruhig ein bisschen schnuppern. Der will die Linsen haben. Die Beliebtheit von Linsen ist hoch, wie man sieht. Und er nimmt sie mit. Normales Gesicht, das heißt, der Preis ist angemessen. Wenn man den Markt überflutet mit den Linsen, dann kann der Preis auch runtergehen, weil die sagen, oh, es gibt viel zu viele Linsen, warum soll ich die kaufen? Den Preis. Da, unser kaputtes Schwert, da sieht man, haben wir zu günstig verkauft. Könnte man nochmal erhöhen beim nächsten Mal. Machen wir auch. So, guckt er sich das an, ja. Wir warten mal, ob er unseren Golem-Meisel kauft. Auf der... So, jetzt haben wir nichts mehr. Wir können natürlich Nachschub liefern, wenn wir reingehen. Und sagen, wir wollen auch hier die Weißergeister noch verkaufen. Das verkaufen wir noch. Das verkaufen wir noch. Davon habe ich genug. Also wundert euch nicht, warum er das jetzt alles vertickt, der gute Mann. Davon habe ich wirklich genug. So, aber wir gucken uns trotzdem mal die Preise an, weil die variieren wirklich von Tag zu Tag. Wir können jetzt mal hier reingehen und schauen. Stoff. Okay, Stoff ist ein angemessener Preis. Bei 300 hat er schon aufgehört, also lassen wir das. Hier bei unserer Wassersphäre können wir erhöhen. Das war 50 hat er gekauft. Wenn er bei 50 kauft, wird er es wahrscheinlich auch bei 70 kaufen. Gucken wir mal. Eisenbarren können wir auch erhöhen. Eigentlich müssen wir gucken. Für 25 können wir das verkaufen. Für 30 so lala. Wir machen daraus mal 25. So. Und unser Kristall. Für 100 ist okay. Gut. Dann warten wir mal ab. Was die guten Leute sagen. Kommt und kauft mir alles ab. Wo werden die was kaufen? Setzen wir schon mal hier unsere Getränke ein. Yes. Das darum handelt das Spiel natürlich um den Handel. Und ich finde, der Handel ist sehr spannend gemacht. Macht wirklich Spaß, weil man selber so ein bisschen gucken muss, dass alles auch passt. Und das ist so eine Abwechslung zu den Dungeon Crawlern. Wie diese ganze Roguelike, das heißt, unsere Dungeons werden immer wieder neu gemacht und müssen uns darum nicht so weit kümmern. Ich kann mal gucken, was ich noch hier hinten in meinem Dings drin habe. Ich kann noch irgendwas verkaufen. So, wir haben eigentlich relativ viele Sachen. Wir könnten davon auf jeden Fall welche mitnehmen. Nehmen wir doch mal. Die nicht so gerne. Die verkaufen wir auch nochmal. Da haben wir auch noch ein paar von. So. Also wenn man genug davon hat, kann man sie ruhig verkaufen. Man muss sich denn nicht... Man kriegt davon genug. So, will das haben? Dann packen wir trotzdem ein paar Sachen rein. Zack. 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 Wie man sieht, es ist nur Kleinvieh jetzt, ne? Aber das macht nichts. Auch Kleinvieh. Mist. Desto mehr Geld wir haben, desto besser. Guck mal, 8000 haben wir schon voll. Das heißt, wir könnten unseren Shop schon erweitern. Kann ich euch gleich mal zeigen. Allerdings machen wir das nicht, denn wir brauchen das hier gleich, um noch ein Portal zu kaufen. Geld. Aber das Geld geht nicht flöten, wenn ihr stirbt im Dungeon. Also müsst ihr keine Angst haben. So, mir reicht es eigentlich für heute. Wir machen den Laden dicht. Zack, alle Mann raus. Und gucken, was wir eingenommen haben. Fast 5000. Super. Ab geht's zum Dungeon. Also, den Dungeon habe ich schon aufgemacht. Ich befinde mich in der zweiten Ebene. Deswegen eiern wir da mal schnell rein. Huch. Oh. So, zack. Wenn wir direkt in die zweite Ebene steigen, ist nicht so schwierig, da hinzukommen. Also, ist jetzt nicht so wild. Ich habe es nur gemacht, weil ich so viel im Gepäck hatte. Zeige ich euch gleich, worum es da geht, wenn man sich das kauft. So. Also, wir befinden uns jetzt hier drin. Und... Also, ich kann euch ganz kurz was erklären. Das ist das unser Menü und das ist unser Menü und hier sieht man, ich habe genug Getränke dabei, die kann ich ausrüsten, brauchen wir jetzt aber nicht. Aber ich habe hier meinen Anhänger, der teleportiert mich zurück zur Stadt. Allerdings komplett aus dem Dungeon raus und ich muss alles nochmal machen. Dieser kleine Mann hier, der teleportiert mich direkt von der Ebene, wo ich gerade befinde, zurück und teleportiert mich auch wieder dahin. Allerdings nur einmal, denn es ist teleportiert. Weg. Ist aber sehr praktisch, man muss nicht alles nochmal machen. Man könnte theoretisch, wenn man vor dem Boss steht, da das Portal öffnen, was ich auch vorhabe. So, hier ist meine Karte unten links, die ist etwas klein, aber wenn ich die groß mache einmal, könnt ihr sehen, das habe ich alles erforscht. Also ich muss ein paar Schritte zurück, um da hinzukommen jetzt. So, das machen wir jetzt auch. Oben waren wir ja schon. Ausgebeutet 0%. Ach so, ja, natürlich klar, die ganzen Gegner kommen natürlich einmal wieder. Uns ist jetzt aber nicht so schlimm. Nicht treffen.
Also die Gegner, das sind noch alles einfache Gegner. Muss man sich nicht viel drum kümmern. Ich habe schon ein bisschen mehr Schlagkraft, aber haut jetzt auch nicht so rein. So, das sind wir mit. Ich kann natürlich die ganzen Gegner jetzt nochmal machen hier. Oh, das sind natürlich, das sind die etwas schwereren. Kann ich euch raten, wenn ihr habt, ihr wechselt mit R, wechselt ihr eure Waffen. Ups, wechselt ihr eure Waffen. Da habe ich einen Speer. Und mit dem Speer kann ich mir die so ein bisschen vom Leib halten. Der Speer ist eigentlich nicht so super. Den können wir nochmal verstärken. Machen wir nochmal. Einmal raus hier. Oh nein. Na, das macht nichts. Lieber da runterfallen, als gegen einen Schlag von denen zu bekommen. Denn die hauen ganz schön rein. Und 5 Leben zu verlieren, weil man irgendwo runterfällt, ist jetzt nicht so wild. So. Mit dem Schwert müsst ihr dichter ran. Und desto dichter ran ihr kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die euch auch mit dem Schwert schlagen. Deswegen macht das so wie ich. Nutzt einen Speer. Ich habe den Speer jetzt nicht gekauft, ich habe ihn durch Zufall gefunden. Ich werde den aber nochmal verstärken. Was jetzt nicht unbedingt jetzt passieren muss, aber es wird passieren. So war ich! Schanzenhäuser. So, wir gehen hier nochmal rein. So, müssen wir nur darauf achten, dass ihr die Waffen immer wieder rechtzeitig wechselt. Nicht so wie ich gerade. So. So, Gilet immer einsammeln. Das ist das Beste, was es gibt, weil dann können wir unsere Getränke machen davon. Und die sollen unsere Sachen nicht klauen. Und Gilet. Einzelne Truhen umhauen, da kann immer was drin sein. Truhen sag ich schon, Vasen. Hier allerdings nicht. So, wir gehen weiter. Denkt dran. So, die Kugel rollt auf uns zu. Okay, hier noch nicht. Vielleicht rollt sie hier gegen. Sie muss einfach nur irgendwo gegenrollen. Denn dann ist sie verwundbar. So, diese kleine Drohne, die ihr unten links seht, einfach nur in die Nähe gehen und gleich weghauen. Weil die macht nur Schaden. Die fliegt nur zu dir hin, macht nichts anderes als die ganze ballern. So. Mal schnell rein hier. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Kommt man ja Geld für. Stark. So, jetzt könnt ihr sehen, wir haben jetzt schon einiges eingesammelt. Und jetzt wundert ihr euch, warum haben die so kleine rote Symbole da? Das erkläre ich euch jetzt mal kurz. Denn diese Symbole bedeuten immer irgendwas für das Item, was ihr eingesammelt habt. Das Fragezeichen bedeutet, ich weiß nicht, was für ein Item das ist. Ich erfahre es erst, wenn ich den Dungeon verlasse. Dieses Symbol mit oben und unten bedeutet, dass dieses Item nur oben oder unten in der Tasche liegen kann. Das heißt, ich könnte es jetzt nicht hier hinsetzen. Das geht einfach nicht. Aber hier oben kann es wieder sitzen. Also, das ist so ein bisschen komisch, aber... Ups. Aber so ist es. Das heißt, Gegenstand muss oben oder unten in der Tasche sein. Ich könnte es hier machen und könnte dann hochgehen und sagen, ich lege es dahin. Dahin. So, jetzt ist es oben in der Tasche, seht ihr? Ja. In die Mitte kann ich es nicht legen. So ist es einfach. Das ist einfach. Ja, hier ist noch Fragezeichen-Sachen, die können wir natürlich mitnehmen. Aber dadurch blockieren einige Sachen auch. Ich werde euch nachher noch mehr Items zeigen, die verflucht sind. Die man dann gar nicht so gleich nutzen kann, was ein bisschen ärgerlich ist. Na gut. So, gehen wir weiter. Rechts. Lassen. Hier haben wir die Truhe eingesammelt dahin. Ich weiß jetzt gar nicht. Ne? Waren wir da oben drin? Aber oben waren wir drin, ne? Ja, gut. Gut, gut. Also, bevor ihr immer einen neuen Raum betretet, kontrolliert, trinkt euer Getränk, trinkt ein Heilgetränk noch nicht. Es kann immer sein, dass gerade ein Heilbrunnen da im Hintergrund liegt. So wie hier zum Beispiel ein Heilbrunnen da oben. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, na hier vielleicht schon, aber... Im nächsten. Oh nein. Oh nein. So. So, der ist eigentlich gar nicht so schwer, der Golem. Der ist nur nervig, weil er nur von hinten geschlagen werden kann. So, aber wir können jetzt hier hochgehen. Und ihr seht, ich habe fast gar keine Energie. Jetzt weiß ich natürlich, dass dann Heilbrunnen kommt. Aber, solltet ihr das nicht haben, trotzdem erst das Getränk hier drin trinken. Nehmt ihr es vor, ärgert ihr euch nur, wenn ihr zu diesem Brunnen kommt und da drin rumschwimmen könnt und volle Energie bekommt und vorher ein Getränk verballert habt. Das macht keinen Spaß. So, wir müssen die Getränke mal ein bisschen auffüllen hier. Zack. Perfekt. Ah, gut. So, guck mal, wo wir sind. Wir haben ja jetzt schon relativ viel durchforscht. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal höher gehen. Gut. So, das sind Golems, die hauen sehr, sehr schnell zu. Deswegen wechseln wir wieder zu unserem Speer. Damit die gar nicht erst an uns rankommen. Habt ihr keinen Speer? Kann man die auch relativ schnell erledigen, indem man hingeht und immer wieder wegrollt. Schlagen, wegrollen, schlagen, wegrollen.
So, der kann auch noch unten liegen. Hier ist ein, was war das? Zerstört. Okay, das ist natürlich doof. Das wollen wir nicht. Wir können leider nicht so viel mitnehmen mehr, weil wir schon so vollgepackt sind. Macht aber nichts. Okay, da hinten ist einer, der schießt. Also wir machen erst den kalt. Der kann es ja nicht treffen da unten, da oben, wegen den Steinen, die im Weg sind. Immer die Umgebung ausnutzen. Auch sehr praktisch, wenn man mal springen sollte oder so. So, wechseln die Waffe wieder. Und rollen mal hin zu ihm. Oh, ah, verdammt. Aber er ist sehr langsam, ne? Wie man sieht. Dreht sich auch sehr langsam. So, die Truhe mal angucken. Wieder nichts mitnehmen. Sehr ärgerlich ist. Das ist natürlich ganz gut. Das nimmt einen Flucheffekt weg. Das heißt, wir könnten jetzt so machen. Und der nimmt den Fluch weg und ich weiß, was da drunter ist. Perfekt. Bringt uns jetzt aber nicht so viel, denn wir wollten ja eigentlich das Gelee mit haben. Und lassen dafür... Dafür da. Das geht. Ja, so. Huch. Gelee gar nicht mitgenommen. Ah, wir wollen auch das Ganze mit haben. So. Dann machen wir das andere hier hin. Los geht's im nächsten Raum. Weg, wo der uns da trifft. So, wie ihr seht, kommen wir jetzt schon in die nächste Ebene. Das machen wir auch. Wir gehen einen runter und hüpfen in die nächste Ebene. Und das ist schon fast die Ebene beim Boss. Dafür müssen wir aber noch einmal wieder zurück zu unserem Shop. Denn wir haben so viel auf Tasche. Das heißt, wenn wir uns hier durchwurschteln, können wir nichts mitnehmen. Das würde uns nur ärgern. So, wir sind fast unten. Wir sind Golem Dungeon 3. Man sieht, der Boss ist nicht mehr weit. Hier können wir ihn suchen. Was wir jetzt erstmal machen können, ist, ich will euch das mal zeigen, teleportiere ich mich zurück, lande ich natürlich in der Stadt. Kostet jetzt 400 Gold. Teleportation von hier mit einem einzigen schönen Dungeon-Portal kostet jetzt 2000. Ist viel Geld, sollte man aber machen, da man sonst den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss und das nervt. Aber wir gehen erstmal in einen Raum rein. Wir haben ja noch genug Energie. Und gucken, was passiert. Okay. Ah, den müssen wir ein bisschen ausweichen gerade. Ah, kriegen wir natürlich nur von hinten. Okay. Ein bisschen anlocken. Nicht daran. Ich weiß, ob ich mit dem Speer was ausweichen kann bei ihm. Aber den kann man wirklich nur von hinten. Leider nur von hinten, das ist ärgerlich. Aber da hat sich wieder eine Tür geöffnet, wo wir rein können. Und zwar in den Waldbereich. Das machen wir mal. Da sieht man schon, dass die schon reichlich mehr Schaden machen. Oh, die Samen können wir aber gut mitnehmen. Man darf ja dann mal loswerden. Also wir können auch was zerstören, indem wir sagen zum Beispiel, das brauchen wir jetzt gar nicht. Packen wir hier unten den Spiegel rein. Der zerstört es und gibt uns ein wenig Gold wieder. Wie man sieht, 6 Goldstücke hat man oben links gesehen. Ist ein Witz. Ich kann euch das nochmal zeigen. Hier nehmen wir es mit hier runter, packen es in den Spiegel. Drücken drauf und oben links seht ihr bei meinem Gold 6 Goldstücke dafür. Ist natürlich wirklich ein Witz. Aber wir machen. Okay, hier gehen wir rein. Also schon wieder anders. Oh, das ist die Kugel, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, wir müssen aufpassen. Kugeln sind wirklich blöd. Oh, wir müssen trinken. Nein! Scheiße! Ah! Leute, das sollte nicht passieren, dass ihr drauf geht, während ihr so viel eingesammelt habt. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wir gehen gleich direkt rein nochmal. Haben zwar alle Items verloren. Ich hätte noch schnell was trinken sollen. Ich habe noch gedrückt, aber es war zu spät. Ärgerlich. Aber wir kämpfen uns schnell da nochmal dahin. Dauert natürlich ein klein wenig, aber ich versuche einen kurzen Weg zu finden. So. Nein! Ah, okay. Jetzt machen wir natürlich ein paar Fehler, aber das macht nichts. Nur ein. Wir gehen da rein. Ah, ist natürlich blöd, ne? Aber. Passiert. Ah, hat mich trotzdem getroffen, obwohl ich so weit weg war? Na gut. Wollen wir das mal glauben? So, hier gibt es ein Getränk. Wie man sieht, das Coole ist, wir können natürlich gleich hier reingehen, weil wir gerade das Ding gefunden haben.
ein paar nette Gimmicks. So, haben wir auch einen. Hier geht es leider nicht weiter. Macht auch nichts. Müssen wir die nächste Ebene finden, das mal versuchen wir ganz schnell zu finden. Sonst ärgern wir uns einfach nur, dass wir so lange brauchen. Hoch. Einfach alles ein, was wir finden. Öffnen. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir, was nicht nied- und nagelfest ist. Hier brauchen wir nicht hin. Das ist nur, da haben wir mal einen Gegenstand gefunden. Den findet man immer, kommt man immer wieder hin. Da ist immer nichts Neues, was man entdecken könnte. So, also in die Richtung. Was? Mit hier. Okay, gut, dass wir das gefunden haben. Können wir uns ein bisschen heilen. Dieser Heilbrunnen ist natürlich wie üblich sehr wichtig und praktisch. Gehen weiter. Okay. Müssen wir eigentlich nur auf den Schleim hier aufpassen. Der hält uns fest. Und wenn dann die Faust kommt, sind wir geplättet. So, die ist aber recht easy. Da kann man direkt reinrennen auch. Die tut dann noch nichts. So, erst mal dichter rankommen. Will er nicht? Dann machen wir die harte Tour. So, einige, hat man gesehen, einige Türen sind einfach verschlossen. Man kann da nicht rein. Aber bei einigen geht's. Los, warum geht er nicht rein? Achso, okay. So, ich bin gespannt. Okay, wir sind jetzt Ebene 2. Wir suchen auf jeden Fall bis Ebene 3 zu kommen. Einfach ein Grund. Okay, gut zu wissen. Hier ist schon mal der Heilbrunnen. Ah, da müssen wir das erledigen. So. Lee? Kann schon nichts mehr mitnehmen. Schon wieder ist mein Beutel voll, ne? Können wir irgendwas ändern drin? Stapeln können wir nicht mal was. Sehr, sehr blöd. Das können wir hier wegschmeißen. Genauso wie den Zahnstein. Gibt nicht viel Geld, ich weiß. Gibt auch nicht viel Geld im Shop. Von daher ist es egal. So. Jetzt. Oh. Da habe ich natürlich zweimal erwischt. So, hier rollen. So. Kommen wir eh nicht weiter. Hier ist zu. Einen Weg geben. Und zwar beim Brunnen längs. Den Brunnen benutzen wir noch nicht. Wenn man den nämlich wieder benutzt, kann man den nachher nicht nochmal benutzen. Also man kann den einmal benutzen und dann braucht er eine Regenerationsphase, wo man den wieder nochmal benutzen kann. Okay, wir könnten den Brunnen jetzt einmal benutzen, damit wir wieder voll sind. Mal. Brauchen wir nämlich keine Getränke nutzen. Nebenbei können wir die Getränke auch mal wieder reinpacken. So, damit das immer auf 5 ist. Nicht, dass man ausgeht an Getränken, das ist sehr ärgerlich. Okay, ich kann dann hinterstehen. Der Speer ist natürlich ab und zu ganz gut und man kann immer die Umgebung mitnutzen, was sehr praktisch ist. Ah, guck mal, es ist gar kein. Schnell sein. Das ist wirklich ärgerlich. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. So ein beschissenes Viech, was mich denn da angreift. So, wir müssen einmal irgendwas noch löschen hier. Und zwar das. Denn da war etwas, was wir gut gebrauchen können. So.
Okay, das ist wieder was Gutes. Das schickt einen Gegenstand direkt nach Hause. Das machen wir gleich mal. Und zwar so. Zack, schickt dann den unten links nach Hause. Haben wir wieder einen Platz frei. Hier sind noch mehr, die nach Hause schicken. Und zwar der schickt einen Gegenstand oben links nach Hause. Das heißt, machen wir auch. Schicken wir mal das nach Hause. Zack. Die sind sehr praktisch. Das sind die praktischen Flüche, sagen wir mal so. Dann haben wir noch was, das nach Hause geschickt werden kann. Und zwar das. Zack. So, und dann haben wir hier das stört einen Flucheffekt. Okay, ist auch nicht verkehrt. Das heißt, das können wir nachher hinpacken, wo wir wollen. So. Das nehmen wir alles mit. Hier haben wir noch eine Sache, die wir nicht mitnehmen können. Das ist leider so. Kein Platz mehr. Geht auch nichts. Okay, warten wir kurz. Und jetzt zu mir. Kann ich nicht mitnehmen. Hängt da unten gerade hinter eine Karte da unten. Ja. Gut. So, müssen wir die andere Ebene noch finden. Ich kann nicht mehr so weit weg sein. Oh, gut. Habe ich gesehen, ist noch so ein. Oh, warte. Ein Getränk geben. Nein, na, hätte man auch verkaufen können. Egal. Oben. Irgendwie jetzt gerade nicht so ein Highlight, was wir hier suchen und finden. Müssen wir aber den anderen Weg hier nicht. Guck mal. Jetzt geht das wieder. Das ist gut. Zwischenzeitlich, wenn man versucht, das zwei, dreimal hintereinander zu machen, klappt es natürlich nicht. Aber wenn man so ein zwei, drei Räume dazwischen lässt, dann kann man wieder hingehen und das nochmal machen lassen. Oh, die sind schwieriger. Die rollen nur so und versuchen einen dann zu treffen. In der Luft können wir sie leider nicht treffen. Aber wenn sie auf dem Boden sind, kriegen wir sie. Also, was macht der hier? Der zerstört einen Richter, einen Gegenstand. Und der zerstört einen Flucheffekt. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Zack. So, hat er zerstört. Das Ding müssen wir trotzdem zerstören. Denn wir brauchen. Den wollen wir mitnehmen, definitiv. So, und hier nehmen wir auch einen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir den irgendwo hinsetzen, dass er nichts zerstört. Das machen wir am besten, wenn wir ihn an die Seite setzen. So. Obwohl, haben wir eigentlich gar nicht alle mitgenommen. Warte. So. Gut, geht's nach oben. Oh. Nicht aufgepasst. Jetzt. Okay, hier müssen wir. Kommen wir so rein. Ja. So, jetzt kommen wir in die nächste Ebene und dann werden wir auch gleich einen feinen. Werden wir einen feinen. Dungeon-Portal öffnen, das wollte ich sagen. Mein Gott, fehlt mir die Worte. So. Wir können jetzt natürlich trotzdem kurz noch ein bisschen rumforschen, denn wir haben ja ein paar Getränke. Das machen wir auch. Damit wir nicht ziellos nachher umherirren. Wir gehen jetzt nach unten. Okay, hier ist eine große. Ah, wir müssen aufpassen. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, er ist tot. Wir müssen ihn natürlich noch killen. Wir müssen natürlich von hinten erwischen. Ich kann ihn aber auch da runterschubsen. Habe ich noch gar nicht probiert. Kann man natürlich nicht. Okay. Den. So. Das ist eine Kiste. Eine rote Kiste. Da kriegen wir natürlich ordentlich viel Sachen wahrscheinlich. Gehen wir rein. Ah, guckt euch das an. Alles sehr, sehr ärgerlich. Müssen wir natürlich alles gerne dabei haben. Pass auf. Kommen wir weiter. Wir machen es so, wir bauen unser Portal direkt hier hin und kommen zurück und holen uns dann die Sachen. Los. Portal benutzen. Und so landen wir jetzt drüben. Wieder in der Stadt, direkt neben meinem Shop. Können ein paar Sachen da verticken. Beziehungsweise könnten das natürlich auch nicht verticken, aber was machen wir jetzt? Wir kaufen das und versuchen dann zum Boss zu kommen. Holen uns noch ein paar Getränke, damit wir genug Getränke haben beim Boss. Und nicht draufgehen unterwegs. Wer? Was können wir gleich als erstes machen? Wir rennen mal zu ihr und kaufen noch ein, zwei Getränke. Hier unten, die gute Frau. Getränke haben. Den brauche ich. Hier.
Super. Wir gucken mal ganz kurz bei der Verzauberung. Bin mir sicher, ob ich nicht auch meinen Speer noch verzaubern kann. Da ist mein Speer. Seht ihr, den könnten wir verzaubern, der hat ein bisschen mehr Schaden. Bevor wir das allerdings machen, gucken wir noch mal ganz kurz beim Schmied, ob ich da nicht eventuell einen besseren Speer bauen kann, den ich dann verzaubere lassen. Nicht, dass ich jetzt eine Verzauberung mache und das nachher gar nicht mehr brauche. So. Okay, es kostet 4000, würde ich dann... Das haben wir alles noch gar nicht. Aber ich glaube, so ein Speer... Guck mal. Der Speer macht schon mal 50 Schaden. Den sollten wir uns machen lassen. Kostet 4000, ist jetzt aber gar nicht so viel. Und lohnt sich auf jeden Fall. So. Sehr gut. Der ist jetzt in unserem Besitz. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zur Verzauberung und gucken, ob sie uns den auch verzaubern kann. Mit ein bisschen mehr Schaden drauf. Dann haben wir gleich schon ein bisschen mehr. Wir haben das Schutzschild, was wir haben, das Schild, das nutzen wir fast gar nicht. Ist euch vielleicht aufgefallen. Ich habe es noch nicht so richtig gebraucht. Das ist aber gut, um ab und zu Laserstrahlen, also Schüsse, abzuwehren. Es kostet 16.000, um den zu erhöhen. Das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Das macht nichts. Dann gehen wir jetzt in den Shop rein. 10.000, ey. Auch Preise teilweise. Sicher muss ein armer Kälbchen lange für puckeln. So, wir kaufen wieder ein paar Sachen. So, die können wir verkaufen. 1.500 für. 400. Linsen gibt es nochmal Geld. So, ich teste nochmal, ob es auch alles so stimmt. Können wir auch mehr Geld für verlangen? Haben wir schon. 400. Aber auch. 7. 1.000. Ja, das passt alles. Gut. Jetzt müssen wir kurz eine kurze Runde schlafen, damit wir den Laden noch aufmachen können. So, kurz ratzen, Laden aufmachen und wieder runter. Die Folgen, kann sein, dass die Folgen ein bisschen lang sind hiervon, aber ich finde, man kann nicht viel zeigen in 20, 30 Minuten. Also, man muss da schon ein bisschen drin sein und es gucken. Also, ich kann es jetzt abends im Bett angucken oder so, ich weiß es nicht. Aber, es ist auf jeden Fall sehr witzig, das Spiel. So, kauft sie, gute Frau. So, wir packen gleich was Neues rein. Und zwar diese hier. Zack. Gibt es mir auch Kohle für. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ob es auch passt. Guck mal, 200 verkauft. Ich könnte die aber auch, glaube ich, für 300 verkaufen. So, zeige ich euch gleich nochmal im Shop, wie das genau funktioniert hier nämlich. Also wie ihr sehen könnt, seht ihr immer die Gesichter, die freuen sich und kaufen das. Ein fröhliches Gesicht bedeutet, der Preis ist angemessen, ich kaufe es. Mit Goldaugen, also Goldstern, bedeutet sehr günstig. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir sehen, ich will jetzt zum Beispiel diese 10 Dinger verkaufen. Ich gehe rein, suchen wir sie aus und sehe die Eisenbarren links in meinem Notizblock. Habe ich mal für 20 verkauft, war sehr gut. Aber für 25 geht es auch. Wäre jetzt hier schon wieder zu viel, dann kriege ich ein schlechtes Gesicht. Sehr praktisch zu wissen. So, was ist das? Das habe ich noch nicht gehabt. Das ist Lichtessenz. Wir gucken mal rein. Lichtessenz ist hier bei starken Blättern. Wir gehen mal weiter runter und gucken. Die fangen bei 60 an. Könnte jetzt die Lichtessenz auch... Guck mal, ich habe die Stabblätter habe ich für 300er Stück verkauft, was schon zu günstig war. Lichtessenz ist noch gar nicht drin auf dem Markt. Verkaufen wir jetzt einfach mal für... Wir setzen uns mal für... Pass auf, wir machen daraus 1000. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir testen es einfach. Kann sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber dann ist es so. Daraus lernt man. Und man sieht es ja an den Gesichtern. An den enttäuschten Gesichtern. Wir schauen mal. Sind interessieren die sich gerade für gar nichts hier. Ich lebe meinen Laden an. Aber das müssen wir auch machen. In der nächsten Folge müssen wir definitiv meinen Laden vergrößern. Dafür brauchen wir 8000 Goldstücke. Ah, hat er gekauft. Der kauft noch die Linsen. Ja. Vielleicht kriegen wir 8000 noch gleich zusammen, wer weiß. Gucken wir mal. Haben wir noch einiges, was wir verkaufen können. Wollen wir ruhig da mal reingehen? Wir verkaufen nochmal hier das und das. Ich bin mir sicher, ich glaube, hierfür können wir auch mehr Geld verlangen. Beim letzten Mal habe ich 20 verlangt. Sogar 40 zahlen sie dafür. Das heißt, wir zahlen auch 60. Und bei dem... Das passt. Gut. Gucken wir, was Oma sagt. Oma findet das gut und kauft es. So soll es sein. Ja. Ja. Die Kristalline braucht auch. Oh, das ist ein... Habt ihr gesehen? Das ist ein blöder Preis. Wir testen es ja aus, ne? Das heißt, wir können für die Lichtessenz weniger verlangen. Definitiv weniger. Machen wir mal 600. Mal gucken.
Da, unsere kaputten Schwerter sind immer noch zu günstig. Da müssen wir nochmal was machen. Mal, müssen wir mal was rein hier. Zack. Zack. Und zack. So. Er behält immer den letzten Preis, den wir benutzt haben, drin. Das heißt, wenn man sich schnell reinsetzt, guck mal, ist immer noch zu teuer, Lichtessenz. Aber nicht mehr viel zu teuer, sondern nur zu teuer ein bisschen. Gehen wir mal auf 500. 400. So, schnell kriegen wir den letzten Kram noch verkauft hier, bevor der Mond kommt. Den Laden schließt. Na komm. Ihr wollt es auch. Yes. Jetzt passt das natürlich, der Sens. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen was da liegen. Gucken wir mal, ob wir noch hier so ein Ding verkaufen können. Und ein paar davon. Oh, warte, nee, warte mal. Das ist viel besser, wenn wir das noch verkaufen, weil dafür kriegen wir auf jeden Fall mehr. So. Wir müssen mal gucken, da habe ich letztes Mal 100 und ich könnte dafür, glaube ich, auch 200 verlangen. Machen wir mal, ob es noch klappt, was weggeht. Oh, viel noch immer zu günstig. Da müssen wir noch was machen mit. Das ist auch zu günstig, wie man sieht. Unsere Blätter, die hätten wir auch für mehr Geld verkaufen können. So, der Laden ist zu. Wir haben über 8000 eingenommen, was sehr cool ist. Gucken, haben wir eingenommen. Naja, fast 7000. Ich gehe mal kurz hier hin. Noch. Zack. Auch. Zack. So, wir müssen, geben jetzt alles ab. Also, was können wir noch hier hinpacken? Verkaufen schnell. Wir geben jetzt alles ab, was wir haben. Ich weiß gar nicht, was wir hierfür nehmen sollen. Hierfür genommen. 1000. Oh, dann können wir hierfür auch ein bisschen mehr nehmen. Der bleibt dran. Und wir nehmen dafür 1000. So, aber wir verkaufen es jetzt nicht. Jetzt gehen wir kurz raus. Und laufen einmal hier hin und vergrößern unseren Laden. Unser Shop könnt ihr theoretisch das hier bekommen. 8000 kostet es. Das machen wir jetzt. Zack. Und der Handwerker, der ist wahrscheinlich schon drin, der kommt da, baut unseren Laden ein bisschen um und wir freuen uns. Gucken, was passiert. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Platz, ein bisschen größer alles. Danke. Gucken wir schnell mal rein. Das nenne ich eine ordentliche Arbeit. Was? Man erkennt keinen Unterschied? Naja, Schönheit kommt von innen. Packen. So, wir gehen rein. Jo, jetzt haben wir richtig viel Platz hier und können ordentlich was verkaufen. Ach, guck mal, wir können auch dekorieren hier so ein bisschen. Sieht ein bisschen schöner aus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, man kann es an einen armen Schlucker, kann man es nicht so gut verkaufen, aber an einen reichen Herrn, wie man sieht, der würde es kaufen. Gut zu wissen. Erzählen, was ist das? Ach, guck mal, da kann ich was kaufen noch hier. Jeder Besucher legt seine Zahlung ein kleines Trinkgeld zu. Super. Ach, guck mal, da kann ich auch da rein. Okay. Bitte. Gut für uns zu wissen. Wir gehen jetzt aber in den Dungeon zurück. Teleportieren uns direkt hin. Und gucken, ob wir den Boss bezwingen können. Ich hoffe es. Wenn wir den Boss finden, natürlich, ne? So, hier können wir jetzt mit die Kiste aufmachen. Und uns den ganzen Kram mitnehmen, den wir vorhin nicht mitnehmen konnten. So, da sieht man, das sind wieder Sachen, die teleportieren unsere Sachen nach Hause. Ja, was macht der? Rückkehr wird Gegenstand zum gezeigten Recht zu diesem. Okay. Den setzen wir mal hier hin. Der schickt Sachen nach Hause. Das können wir noch so lassen. Das ist scheiße hier. Dahin. So, die sollen nicht die Sachen tauschen, aber muss mal gucken, welches, was war denn das teuerste hier? 300? Das meine ich nicht, das hier? Oder wenn wir für 2, dafür können wir auf jeden Fall richtig viel Kohle machen. Das heißt, wir setzen den mal hier hin und das Ding wieder daneben. Wenn wir zurückkehren, wandelt er das in das. Setzen wir dahin. Bei dem das gleiche. Da kriegen wir richtig viel Geld für. Das ist nämlich sehr praktisch. Gut. Perfekt.
So, jetzt müssen wir uns weiter erforschen hier. Da oben waren wir, unten waren wir auch. Wir müssen trotzdem nach oben gehen. Das ist unser Eingang. Waren wir auch. Nach oben. So, den machen wir platt damit. Wir sammeln ein bisschen ein. Okay, gut zu wissen. Hier ist der Brunnen. Warte. Warte, guck. Okay. Und hier müssen wir ein bisschen ran und dann fliegen die zu ihm hin und müssen wir schnell abhauen. Die machen nämlich ordentlich Schaden. So. Okay. Und da oben ist die Tür vom Dungeon Heini. Also vom Boss. Und ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt mal an. Was haltet ihr davon? Ich finde das eine super Idee. Dann gehen wir da mal rein. Und gucken wir, ob wir alles auf der richtigen Position haben da. So. Jetzt kommt der Golem-König. Der ist auch nicht gerade sehr klein. Da müssen wir jetzt gucken. Okay, versuchen wir den mal zu erlegen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin beim letzten Mal mich hier rausgebeamt. Das konnte ich nämlich noch. Ah, treffen kann ich ihn. Ah, er hat mich. Ah, okay. Wir müssen aufpassen hier. Oh. Okay, kann man dann mal weg. Kann ich rüberspringen? Das geht. Okay. Oh, da kommt dann. Da müssen wir schon schnell sein. Okay. Was trinken? Ah, boah. Okay. Halt uns kurz weg. Oh, da kommen wieder die Steine. Okay. Oh, was trinken? Hab ich gar nicht gesehen. Noch mehr trinken. Nein! Ich wollte noch was trinken. Shit. Ja, das war der Golem-König. Wie ihr gesehen habt, habe ich den nicht besiegt. Den gehen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal an. Haben ein paar Sachen verloren, leider. Wie man sieht, das kriegen wir jetzt alles nicht mit. Aber ja, so konnte ich euch ein bisschen was zeigen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann geht es nur an den Golem-König. Bis dahin, tschüss.